Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zum Beginn eines neuen Let's Play-Projektes. Und wie ihr uns schwer erkennen könnt, ist es Transport Fever 2. Das wird vielleicht den einen oder anderen überraschen, dass ich jetzt ausgerechnet mit diesem Spiel um die Ecke komme. Deswegen, bevor es richtig losgeht, ein paar Worte vorweg. Erste Frage, warum, wieso, weshalb? Die erste Antwort darauf natürlich, weil ich richtig Lust dazu habe. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Allerdings gibt es eine Vorgeschichte. Das Spiel ist vor 5 Jahren erschienen. So lange ist es schon wieder her, wie die Zeit vergeht. Wahnsinn. Ich habe damals ein ausführliches Angespielt gemacht. Mir hat das Spiel sehr gut gefallen damals, euch auch. Es sollte ein längerfristiges Stream-Projekt werden, denn auch dazu gibt es eine Vorgeschichte. Ich habe schon in Teil 1, recht intensiv gespielt. Auch damals gab es ein Stream-Projekt und das sollte eben in Teil 2 fortgesetzt werden. Aber das Ganze hat aus technischen Gründen nicht richtig geklappt. Mein PC ist immer abgeschmiert, das lag aber an meiner Hardware, wie sich später herausgestellt hat. Insofern ist das Ganze so ein bisschen im Sande verlaufen und ich bin nie wieder richtig zurückgekehrt zu diesem schönen Spiel. Nun, nach 5 Jahren, nach vielen, vielen Updates, gab es einen letzten großen Patch gerade. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Entwickler angedeutet, dass es wohl der letzte große Patch sein wird, dass das Spiel also in gewisser Weise fertig ist. Und ich habe mir gedacht, wann, wenn nicht jetzt, das ist doch der perfekte Moment, um hier noch einmal zurückzukehren. So, was erwartet euch jetzt in diesem Let's Play? Ich habe da keine, wie soll ich sagen, großen, exaltierten Pläne vor. Nein, es geht um die pure Vanilla-Sandbox-Erfahrung, die ich noch nie so komplett erlebt habe bei Transport Fever 2. Das heißt, ich möchte von 1850 an die Verkehrsgeschichte bis in die Gegenwart erleben, dabei eine spielerische Herausforderung haben, also mit dem Geld irgendwie umzugehen, dass alles gut klappt und idealerweise, ja, eine... Ja, in einer großen Karte möglichst viele Städte gut zu versorgen und sie zum Wachsen zu bringen und damit die Welt sich entwickeln sehen. Das ist eigentlich das, was ich vorhabe. Ich werde erstmal ohne große Mods starten. Kann aber sein, dass im Laufe der Zeit da was dazu kommt. Wichtig ist, das wird jetzt kein Schönbauprojekt im engeren Sinne, so wie es viele tolle Content-Creator da draußen machen. Ich bewundere das sehr, die mit tausenden Mods sich so eine fantastische Modelleisenbahnwelt zusammenbauen. Wahnsinn. Das wird jetzt nicht Schwerpunkt sein. Aber ich versuche natürlich trotzdem, trotz der spielerischen Herausforderung, um die es eigentlich geht, glaubwürdig zu bauen, nicht hässlich zu bauen, so dass es irgendwie authentisch aussieht. Und wer weiß, vielleicht kommt im späteren Spielverlauf dann auch noch mal ein paar Schönbau-Mod-Elemente hinzu. Das will ich nicht ausschließen, soll aber nicht Schwerpunkt des Ganzen sein. Ihr habt gemerkt, ich habe ein bisschen Erfahrung mit dem Spiel aus der Vergangenheit, aber habe ewig nicht gespielt. Habe mich jetzt ein bisschen wieder damit befasst. Das bedeutet aber, ich bin hier kein Pro-Gamer. Ihr werdet jetzt hier nicht den perfekten Aufbau einer Karte erleben, sondern es geht auch immer darum, zu lernen, Fehler zu machen, Dinge neu zu justieren, zu optimieren, ein bisschen auch zu kämpfen. Das ist auch immer Teil meiner Let's Play-Projekte. Also erwartet hier einen Lernprozess, aber keine Perfektion von Beginn an. So, mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir steigen dann direkt ein mit, wie angekündigt, einem freien Spiel. Und hier müssen wir natürlich ein bisschen über die Settings reden, weil die natürlich auch relevant sind für das, was passieren wird. Ich würde gerne in einer gemäßigten Zone spielen, weil ich jetzt halt so das mitteleuropäische Ambiente haben möchte. Tropisch ist zwar auch ganz cool, weil es ein umgebendes Meer haben kann, geht irgendwie bei gemäßigt nicht. Ich habe vieles probiert, wenn man diese Stadtbilder haben will, deswegen bleiben wir einfach dabei. So, es soll eine sehr große Karte werden. Da ist ein bisschen Fragezeichen, funktioniert das im Late Game mit der Performance? Im Notfall gibt es Performance-Mods, wo man noch ein bisschen drehen kann. Insofern bin ich einfach mal hoffnungsvoll, dass das funktioniert. Große Karte bedeutet im Moment 16 Städte. Wir werden diese Städte auf Mittel stellen, nicht weiter hoch, also nicht noch mehr Städte. Auch hier aus Performance-Gründen, aber auch es geht darum, dass sich so... Naja, dass dann auch das Gefühl von Entfernungen da ist, dass sich dann wirklich auch der Einsatz von Eisenbahn lohnt. Kartenformat habe ich ein bisschen überlegt, ob ich auf 1-2 gehe. Der Vorteil ist hier bei 1-2, dass man natürlich lange Strecken auch zurückzulegen hat, aber es führt bei den Gewässern immer dazu, dass die Karte so ja, banal gespalten ist. Das finde ich nicht so gut. Mir gefällt es, wenn im Quadrat quasi
Ja, sich so ein bisschen die Gewässer ein bisschen aufteilen. Wir werden das auch nochmal neu generieren, noch eine andere Karte hier erstellen lassen. Deswegen Quadrat. So, Industrien, mittlere Dichte, das lasse ich einfach mal so. Dann, die Hüglichkeit habe ich relativ hoch eingestellt. Das ist auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung, weil natürlich werden wir am Anfang die Hügel umfahren müssen. Tunnel sind zu teuer. Das heißt, die Profite werden geringer sein und, und. Wasser habe ich so groß wie möglich, weil ich finde es sehr interessant, mit Gewässer zu spielen. Macht das die Sache auch schwieriger, Brückenbau, aber man kann auch Binnenschifffahrt nutzen. Das finde ich spannend. Das wollen wir haben. Und Wald mag ich gerne. Ich will es nicht auf Maximum stellen, auch das aus Performance-Gründen. Jo, also das sind eigentlich die Basiseinstellungen. Aber ich will jetzt hier nochmal so lange generieren, bis ich eine Karte habe, die mir gut gefällt. Die ist schon mal sehr interessant, weil sie schön viele Gewässer hat. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Direkt schon. Das wird hier, haben wir eine harte Stadt da, schwierig anzuschließen. Die Städte miteinander zu verbinden, ist natürlich auf diesen Gewässerkarten eine Herausforderung. Aber eigentlich, hier haben wir so eine Gebirgssituation, aber trotzdem nicht langweilig, weil wir dort eine Stadt in der Ecke haben. Wisst ihr was? Die Karte gefällt mir direkt schon. Okay, prima. Dann gehen wir weiter und dann haben wir noch weitere Einstellungen zu treffen. Startjahr, wie gesagt, 1850. Schwierigkeit, schwierig, weil es mir wirklich darum geht, auch gerade am Anfang eine Herausforderung zu haben, die auch länger anhält, dass wir nicht sofort in Geld schwimmen, dass wir wirklich gut überlegen müssen, wo investieren wir, dass wir auch im späteren Spielfeld, also dass wir nicht so schnell auch die Karte komplett erschlossen haben und so weiter. Also ich denke, sehr schwer ist, glaube ich, dann von der Progression zu langsam. Ich hoffe, schwierig ist die beste Einstellung. So, jetzt kommt hier ein ganz spannender Bereich. Güterbedarf der Städte. Ursprünglich im Release-Game gab es nur zwei Gütertypen als Nachfrage pro Stadt. Das wurde von vielen Spielern als zu statisch und zu langweilig empfunden und die Entwickler haben dann mit der Zeit nachgeliefert und haben ein dynamisches System eingeführt, dass mit der Zeit weitere Nachfragegüter hinzukommen. Und das kann man jetzt hier einstellen und ich werde hier das, die wahnsinnige Einstellung bis zu sechs Gütertypen wählen. Das heißt, in der Gegenwart werden die Städte dann einen Bedarf haben von sechs Gütern, also der Maximalanzahl, glaube ich, der Endprodukte, die es auch gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es möglich ist, so eine Karte so aufzubauen, dass wirklich alle Städte dann auch alle Güter erhalten. Das wäre das Idealziel für den Vollausbau. Daran werden wir uns orientieren, aber mal sehen, ob es überhaupt machbar ist. Ist auch nicht schlimm, wenn das nicht möglich ist, weil dann hat man eben Städte, die größer werden, andere Städte bleiben klein. Ist ja auch irgendwo realistisch, dass sich Städte unterschiedlich gut entwickeln. Und das wird einfach durch die Zahl der Gütertypen jetzt hier, die benötigt werden, vielleicht gut simuliert. Also das wird eine wichtige zentrale Herausforderung werden. Es gibt jetzt, auch das war, gab es am Anfang nicht, Industrieschließungen. Wenn Industrien nicht angeschlossen werden, verschwinden die irgendwann. Ich kenne das Feature noch nicht, wie das wirklich gut funktioniert. Ich mache es mal auf selten. Aber es entstehen mit der Zeit auch wieder neue. Das wird dann durch die Industriedichte hier wieder simuliert. Auch da gibt es eine gewisse Dynamik, die Veränderungen auf der Karte hervorruft. Ja, hier stelle ich auch mal ein Mittel ein. Und mehr gibt es jetzt nicht zu sagen. Man könnte hier noch besondere weitere Einstellungen machen. Will ich nicht. Alles andere auf normal. Mods habe ich auch erstmal nicht aktiviert. Insofern starten wir einfach jetzt hier hinein. So, und da sind wir. Gerade angekommen in dieser neuen Welt, in unserer neuen Welt. Ich pausiere direkt mal, weil wir einen Kredit haben. Wir haben hier 5 Millionen zur Verfügung, aber komplett kreditfinanziert. Das heißt, die Zeit läuft und die Zinsen ticken dann auch. Deswegen Pause, damit wir uns in Ruhe auch alles anschauen können. Also, so sieht eine große Karte aus. Ja. Die Hüglichkeit, oh ja, das sind schon ziemlich hohe Gebirgszüge. Diese Stadt wird nicht einfach anzuschließen sein. Ansonsten haben wir hier ein bisschen Flachland mit einzelnen Berggipfeln. Quasi eine Art Inselsituation hier teilweise auch, ganz interessant. Da oben auch interessante kleine Stadt dort.
Ja, gefällt mir auf jeden Fall erstmal diese Karte. Ich habe mir übrigens auch Mod-Karten genauer angeschaut, aber am Ende gab es dann immer irgendwas, was mir nicht gefallen hat. Insofern bin ich auch hier zurückgekommen auf das Vanilla-Zufallsgenerierungssystem. Gut, jetzt kommt vielleicht die entscheidendste Sache, die zu tun ist. Wir müssen uns überlegen, wo wir beginnen. Ich hatte mir ursprünglich überlegt, dass ich das quasi off-cam mache und euch dann das Ergebnis präsentiere. Aber vielleicht ist es auch ganz interessant, diesen Abwägungsprozess hier mit reinzunehmen. Wenn euch das langweilt, könnt ihr einfach ein bisschen vorspulen. Es muss jetzt einiges geguckt werden und bedacht werden. Zuallererst aber etwas anderes. Wir werden unser Transportunternehmen umbenennen. Das heißt nicht Steinwallentransport, sondern wir nennen es Steinheimer Wachstums AG. Abgekürzt SWAG, von manchen auch SWAG genannt. Das hat Traditionsbezüge für die Zuschauer, die schon sehr, sehr lange dabei sind. Ja, wir kehren also zurück nach Steinheim und die Stadt, die wir uns so ein bisschen als Startort aussuchen werden, werden wir auch umbenennen in Steinheim. Gegebenenfalls werden wir auch alle anderen Städte umbenennen, vielleicht nach euren Vorschlägen, das wird sich zeigen. Idealtypisch will ich versuchen, jetzt mir einen Startpunkt zu wählen und dann so ein bisschen organisch davon ausgehend sich zu entwickeln. Ob das immer hinhaut, ob das passt mit den Industrien, wird sich zeigen. Aber es ist so ein bisschen meine Idee, dass man nicht jetzt am einen Ende der Karte irgendwas macht und dann am anderen Ende, sondern dass man sich so ein bisschen von einem Punkt aus entwickelt, idealtypisch. Schauen wir mal. So, wie mache ich das jetzt? Also, ich würde sagen, wir gehen mal auf die Städtestatistik. Und ich werde die Städte sortieren nach Einwohnerzahl, weil idealerweise starten wir in der Nähe einer großen Stadt. Je mehr Einwohner, je mehr Nachfrage für Güter und je mehr Bedarf auch für Personenverkehr, dementsprechend höhere Gewinne direkt. Aber eine Sache ist zu beachten. Es gibt ja 6 verschiedene Nachfragegütertypen. Ihr seht sie hier, was die Städte im Moment jeweils nachfragen. Und die sind unterschiedlich leicht oder schwer zu produzieren. Die einfachsten sind Lebensmittel und Ziegel. Das sind die einfachsten. Die bedürfen nur eines Vorproduktes. Mittelschwer ist hier Treibstoff und Werkzeuge. Und ganz schwer sind Maschinen und Waren. Maschinen und Waren werde ich jetzt in dieser Phase erstmal noch nicht herstellen, weil es einfach zu viel Investition erstmal bedarf. Das kriegen wir nicht so schnell finanziert. Das ist zu komplex, weil wir da große Strecken auch über die Karte zurücklegen müssen, um aus verschiedenen Gegenden die verschiedenen Vorprodukte heranzuholen. Insofern konzentrieren wir uns auf die einfacheren Güter. Und ich werde jetzt diese Städte abchecken, ob sie diese einfachen Güter verlangen und ob es möglich ist, sie damit zu versorgen auf einfache Art und Weise. Also, dass quasi in der Nähe irgendwas ist. Wir starten mit Mittenwald und witzigerweise ist die größte Stadt hier tatsächlich die hier, die im Gebirge versteckt ist. Und da kann ich jetzt schon sagen, das wird nichts. Wir haben zwar hier eine Ölraffinerie, aber keine Treibstoffproduktion. Nein. Und Brot ist auch nicht in Sicht. Mittenwalde geht nicht. Wir haben Westerengel. Westerengel liegt erstmal hier schon mal sehr gut. Schön, Flachland und sowas. Verlangt Brot oder und Ziegel. So, wie können wir das machen? Hier haben wir eine Ziegelproduktion. Haben wir Steine in der Nähe. Auf der anderen Seite. Eieieiei. Da könnte man, es ist ein bisschen gewagt, zum Spielstart direkt eine Fährverbindung machen. Stein, da bräuchte man eine Kutsche. Na, vielleicht direkt sogar einen Fährhafen. So nah am Wasser. Steine. Ich weiß gar nicht, ob man einen Fährhafen so oder ob man da noch so ein Zwischending bauen muss. Werden wir sehen. Steine, Ziegel, Ziegel, Westerengel. Ist eine ganz schön weite Strecke. Müssen wir wahrscheinlich einen Zug bauen dafür. Der fährt dann einmal leer zurück. Nicht so optimal. Wäre denkbar. Ist eine Möglichkeit, sagen wir es mal so. Jetzt ist die Frage. Gibt es hier Brot, Lebensmittelproduktion in der Nähe? Wir hätten einen Bauernhof. Da hinten. Ah, es ist auch sehr weit weg. Man könnte immerhin hier langfahren und dann hätte man die Hälfte der Strecke, hätte man quasi in beide Richtungen, könnte man effizient produzieren.
Das wäre gar nicht so schlecht. Und hier oben haben wir mit Hochdonnen auch einen Ort, wo Ziegel benötigt werden, sehe ich gerade. Da könnte man die Ziegel dann auch weiter transportieren und gleich die Stadt mit anschließen. Außerdem hat man mit Oberottbach auch gleich eine Stadt in der Nähe. Das ist gar nicht so schlecht. Also Westerengel halte ich schon mal für machbar. Wir gucken aber mal weiter. Biegen ist ein bisschen ein Problem, weil das ist schon ein bisschen komplexer mit den Werkzeugen. Werkzeugfabrik haben wir auch nicht in unmittelbarer Nähe, würde ich sagen. Nee. Schweitenkirchen. Auf der anderen Seite, nee, das sind die komplizierten Waren. Zeitz. Zeitz, Ziegel. Ziegelfabrik nicht vorhanden. Rödnitz. Brot. Lebensmittel. Boah, da sehr weit weg. Bauernhof auch nicht in der Nähe. Okay, Treibstoffproduktion sehe ich hier auch nicht. Rögnitz auch schwierig. Und jetzt kommen wir schon zu den sehr kleinen Städten. Neidenfels, Brot. Nicht in der Nähe. Eieiei. Und Treibstoff sehe ich auch nicht. Doch, da, naja, ist zu weit entfernt. So, Böcke. Böcke hier drüben. Ziegel. Da haben wir die Ziegelei, die wir vielleicht eh betreiben wollen. Also es sieht schon ganz danach aus, dass wir hier hingehen. Dass wir nach Westerengel gehen, dass das unsere Stadt ist. Ich check mal sicherheitshalber hier nochmal. Werkzeuge, da ist natürlich auch wieder für uns hier interessant, Werkzeuge, oh ja, passt, könnte man Oberottbach, okay, spricht auch wieder für Westerengel, Fattigs Mühle, Treibstoffproduktion, die, ja, tatsächlich hier wäre auch was Simples zu machen, Öl, Treibstoff, wäre möglich, wahrscheinlich auch mit einem kleinen Boot. Aber das andere gefällt mir besser. Und dann wird es meines Erachtens zu klein, was die Größe betrifft. Okay, ich denke, die Entscheidung ist getroffen. Wir werden hier starten. Und wir werden diesen Ort dann entsprechend umbenennen in Steinheim. Das war ja die Ansage. Wir gucken uns mal an, wie es hier aussieht. Ein vielversprechender Ort, wie ich finde. Und man sieht auch, wie schön dieses Spiel auch ist. Das, auch wenn es 5 Jahre alt ist, es ist entzückend. Die Landschaft sieht glaubwürdig aus, schön aus, toll. Gut, dann lasst uns überlegen, wie wir das Ganze jetzt betreiben. Also, erster Punkt, wir müssen die Steine irgendwie hier rüber bekommen. Und hier fehlt mir tatsächlich ein bisschen die Erinnerung, ob es möglich, ob es ausreicht, quasi einfach nur einen Güterhafen zu bauen und der dann quasi schon direkt aus dem Betrieb die Steine abholt. Das ist schon eine relativ heftige Investition. Ich werde, glaube ich, auch jetzt hier erstmal komplett bei einem Terminal bleiben. Also wir müssen schon ganz schön investieren, um das hier alles in die Gänge zu bekommen, aber wir versuchen es. Also starten wir mal mit diesem Terminal. Und dann müssen wir einen Straßenanschluss haben. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, kann ich direkt... Ja, ich glaube, das geht. Wir gehen mal direkt dorthin. So, da haben wir eine Verbindung. Und jetzt haben wir auch eine Verbindung. Okay, kostet uns auch schon 47.000. Hier müssen wir tatsächlich so ein bisschen auf die Kosten achten. 45 hier. Ja gut, auf den Tausender kommt es jetzt auch nicht drauf an. So, und jetzt die große Frage. Kann der von hier... Ja, tatsächlich. Es scheint direkt angeschlossen zu sein. Wir brauchen keine weitere Zwischen... Fuhrwerke da mehr
zu installieren. Ne? Das ist doch super, das ist schon mal gut. Das heißt, mit ein bisschen Glück reicht die Entfernung auch, um es direkt dorthin zu liefern. Ich bin mal gespannt. Also bauen wir auch hier einen Frachthafen. Setzen ihn so weit wie möglich rein, um das halt zu ermöglichen. Und gucken mal, ob das straßentechnisch dann auch so funktioniert. Ah ja, wollen wir hier eine gerade Straße oder vielleicht reißen wir das. Sieht, diese Kurve ist auch ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, wir machen hier gleich mal einen kleinen Abriss. Um es mal ein bisschen anders zu bauen. Wir setzen erstmal hier den Weg fort. Ach, das sind noch kleinere, ne? 40er. Reicht, glaube ich, auch. Hätte ich da auch drüben machen können. Schon die erste Ersparnis, die mir entgangen ist. So, auch hier die Frage. Sind wir... Ja, oh, wir sind direkt mit dran. Ja, hervorragend. Okay. Natürlich schließen wir dann erstmal das hier wieder mit an. Und das heißt, wir können hier direkt einen Fährbetrieb organisieren. Jetzt ist die Frage, wir brauchen dafür noch ein Depot. Und ich finde, das sollte dann natürlich in Steinheim sein, logischerweise. Das gehört zur Stadt. Platzieren wir das Ganze hier. 65.000 hält sich ja auch gut in Grenzen. Keine Angst, ich mache gleich an, aber ich will die Startinvestition jetzt einmal komplett durchbauen und durchplanen, damit wir jetzt hier nicht so viel Geld verlieren, weil wir am Anfang noch nicht viel verdienen. So, ich will hier auch eine Straße hinführen, einfach nur, das, weil es irgendwie mir passend erscheint. Das soll aber eine gerade Straße sein. Okay, funktioniert so nicht. Von der anderen Seite. Komisch. Machen wir es mal so. Okay, gut. Hier können wir jetzt ein Boot kaufen. Die Frage ist, bringen wir das schon in Betrieb? Ne, wir planen erstmal den weiteren Gang der Dinge. So, jetzt gibt es schon eine spannende Entscheidung. Also wir müssen bedenken, wir brauchen einen Frachtbahnhof und wir brauchen einen Passagierbahnhof. Der Frachtbahnhof, ja, das ist halt die Frage. Wenn wir von hier kommen, also baut man jetzt einen Bahnhof nur für die Ziegel oder plant man schon ein bisschen größer? Baut man einen Frachtbahnhof, der dann auch von der anderen Seite für andere Güter beliefert werden kann? Mit Sicherheit ist das, glaube ich, die beste Version. Das heißt, wir werden, und das ist jetzt ein bisschen ungünstig, die Stadt braucht halt hier eigentlich den Industriebedarf. Der Ziegel sind halt, wird halt in den Industriebetrieben nachgefragt. Hier können wir aber jetzt keinen Bahnhof mehr hinlegen. Das heißt, der Bahnhof muss irgendwo hier sein. Das heißt, wir werden mit LKW-Verkehr die Sachen hier hinliefern müssen. Geht nicht anders, würde ich sagen. So, insofern planen wir direkt mal hier in den Wald auf dieser Seite schon mal den Frachtbahnhof. Also, das wird ein Durchgangsbahnhof. Die Frage ist, planen wir ihn gleich zweigleisig, 160 Meter, erhöht die Kosten natürlich, erhöht auch die Unterhaltskosten, 250. Aber es ist eine Investition in die Zukunft, insofern machen wir das mal. So, und hier können wir das aber ein bisschen zurücksetzen, würde ich sagen. Natürlich ist die spannende Frage, wie... Ja, vielleicht machen wir das so. Wir müssen natürlich, irgendwann werden wir doch dieses Öl mit verwenden wahrscheinlich. Wo kommt die Gleisstrecke lang? Wahrscheinlich von da hinten so durch. Ja, es ist das Beste, wenn wir es so machen. Und wie kommen wir dann hier weg? Auch ganz gut. Okay. Terraforming sieht ein bisschen schwierig aus, wird relativ hoch gesetzt werden. Machen wir es mal so. So, das ist jetzt der Startpunkt. Und auf der anderen Seite werden wir aber jetzt ein bisschen kleiner gehen. 120 und hier reicht meines Erachtens ein Gleis. Und das werden wir auch hier direkt so ransetzen. Ja.
Da sind wir auch direkt mit verbunden. Okay. Halt, hier können wir aber eigentlich einen Güterkopfbahnhof machen. Gibt keinen Grund, das so zu bauen. Aber wisst ihr was? Ich gehe hier auch gleich auf 160 Meter. Das wird wahrscheinlich irgendwann eh nötig werden. Platzieren wir das Ganze da. Okay, perfekt. Haben wir jetzt schon mal die Bahnhöfe. Dann kommt jetzt noch die Bahnstrecke, die wir vielleicht in einem gewissen Bogen hier rumziehen. Wir werden uns die Höhenlinien mal anzeigen lassen, aber die sind unkritisch. Da wollen wir landen. Ja, ich glaube, die Anzeige brauchen wir in diesem Falle jetzt nicht. Und wir beginnen mit dem Gleisbau. Wir wollen natürlich direkt versuchen, die Maximalgeschwindigkeit hier zu bekommen. Wir haben aber, wir sehen es, doch relativ viele Erdarbeiten. Da fehlt mir jetzt ein bisschen... Ah, okay, muss man wahrscheinlich hinnehmen. Es gibt hier leider keinen Planungsmodus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, man muss jetzt gleich das Geld ausgeben. Wobei, ich weiß nicht, ob man es zurückerstattet bekommt, wenn man es wieder sofort löscht. Gut möglich, aber das sind jetzt erstmal die nötigen Investitionen. Geschwindigkeit ist gut. Wir fahren hier an dieser Ölpumpe vorbei und gehen rechts oder links rein. Das glaube ich jetzt erstmal egal. Hier durch den Wald hindurch. Perfekt. Okay, das ist unsere erste Linie. So, 3,5 Millionen. Wir haben schon hier viel ausgegeben. Wir müssen natürlich noch Boote und Eisenbahn kaufen, aber wir wollen auch gleich hier mal die Straßeninfrastruktur richtig machen. Das heißt, wir gehen jetzt, wir machen hier eine schöne Kurve. Gehen hier ein bisschen geradeaus und gehen dann hier so rum in die Stadt rein. So, das ist quasi der Güterbahnhof. Wir werden dann später natürlich über Passagierbahnhöfe nachdenken müssen. Ja, der muss auch irgendwo hin, logischerweise. Vermute ich dann eher auf diese Seite und dann wird es spannend sein, wie die sich diese Gleise irgendwo begegnen. Weil ich sehe gerade, hier ist auch noch eine Stadt, die muss ja natürlich auch noch irgendwie mit berücksichtigt werden. Na gut, das ist der Start, aber das ist noch nicht alles, denn wir brauchen ein Depot. Und ja, jetzt bin ich auch hier am Überlegen, wie wir dieses Depot hier platzieren. Gebäude. Ist es wichtig, dass das in beide Richtungen rausgeht? Nee, das Depot kann schon so gedreht werden, dass es in Richtung Steinheim zeigt, finde ich in Ordnung. Da muss ich mir nochmal die Tastenbelegung irgendwie besser legen. Shift MN ist irgendwie nicht sehr optimal. Setzen wir es aber ein bisschen zurück. Und bringen die Gleise dann hier ran. Da ist das Tempo relativ egal. Okay, so. Jetzt könnte man sagen, hey, das müsste da eigentlich auch straßentechnisch angeschlossen sein. Aus Realismusgründen mache ich das dann auch mal. Falsch. Hier. Machen wir aber mit so einem kleinen Überlandweg. Das reicht, denke ich. Hier durch den Wald. Ist meines Wissens spielmechanisch überhaupt nicht nötig, aber wirkt glaubwürdiger. So, das ist das, das ist das, das ist das. Was wir jetzt noch benötigen, ist ja, eine LKW-Strecke, eine LKW-Linie. Und wenn ich so diese Straße sehe, dann sehe ich, dass wir die hier auch direkt verbinden müssten. Bleiben wir erstmal gerade und gehen dann hier in eine schöne Kurve mit rein. Dadurch können wir die Linie so gestalten, dass wir von hier kommen. Nicht zu sehr durch die... Na, wird er wahrscheinlich trotzdem machen. Wir könnten mit Wegpunkten arbeiten. Wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen.
Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo überhaupt jetzt alles, wo wir den Ziegelbedarf haben. Das sehen wir hier und da genügt meines Wissens eine Haltestelle, meiner Einschätzung nach, eine LKW-Entladehaltestelle, um alles abzudecken. Das ist zumindest in diesem Modus immer so ein bisschen schwer erkennbar, was man jetzt erwischt und was nicht. Warte mal, diese eine Soße ist besser. Okay, gucken wir. Wir haben, denke ich, alles. Ist komisch, ne? Warum, wenn ich es hier habe, warum ist rechts direkt die Fabrik nicht mit angeschlossen? Ist ein bisschen merkwürdig, scheint mir aber eher ein Grafikfehler zu sein. Also platzieren wir das Ganze hier. So, dann brauchen wir noch einen Startpunkt hier am Frachtbahnhof, wo die LKWs dann losfahren. Die Ladestation, die platzieren wir dann hier so rein. Das passt ganz gut. Wollen wir die gleich schon größer bauen? Nö, ich würde sagen, da beginnen wir mal bescheiden. Ich habe jetzt ein bisschen Angst wegen des Kontostandes. Und dann brauchen wir noch ein Depot. LKWs gibt es eh noch nicht. Wir werden natürlich mit Kutschen erstmal arbeiten. Ein Straßenfahrzeugdepot. Das platziere ich ein bisschen hier außerhalb der Stadt. Finde ich ganz angemessen. Hier kommt es rein. So, jetzt haben wir, glaube ich, gebäudetechnisch erstmal alles, was wir benötigen. Jetzt beginnen wir mit den Linien und mit den Fahrzeugen. 3,3 Millionen. Ich habe keine Ahnung, wie viel die Schiffe kosten. Vielleicht habe ich mich jetzt übernommen. Wir werden sehen. Basteln vielleicht erstmal die Linien, oder? Neue Linie. Also, wir wollen von dort nach dort. Relativ simpel, immer hin und her. Dann haben wir eine Linie, die soll von dort nach dort gehen. Genau, auch sehr simpel. Und wir haben eine Linie, die wird von hier gehen nach da. Okay, so kehren sie zurück. Das könnte man gegebenenfalls noch über Wegpunkte verändern, aber ich lasse es erstmal so, ist der kürzeste Weg. So, das heißt, wir haben die Linien. Jetzt brauchen wir die entsprechenden Fahrzeuge dazu. Okay, also was haben wir hier? Cargo. Alles ist auch Cargo. Mhm. Wir können alles laden. Ladegeschwindigkeit 20, Kapazität 70, 25 km/h. Hier kann nicht alles geladen werden, aber das, was wir laden wollen, würde gehen. Kosten sind relevant. Das hier ist günstiger, etwas langsamer. Ja. Lebensdauer ist identisch. Kapazität gleich. Und dann haben wir dieses Ding hier. Ach so, das ist hier nur für flüssig. Okay, also es kommen nur diese beiden in Frage. Ja, machen die 3 km/h so einen großen Unterschied? Große Frage. Rigi oder Wilhelm. Der Glattdecker Wilhelm wurde mit Unterstützung des württembergischen Königs Wilhelm I. gebaut und gilt als das offiziell erste Dampfschiff auf dem Bodensee. Und wir haben Rigi. Die Einzelteile der Rigi wurden in England hergestellt und in Luzern zusammengebaut. Da es zu dieser Zeit in der Schweiz keine Kohle gab, wurde die Rigi mit Holz befeuert. Nun ja. Ich entscheide mich, glaube ich, für die Rigi, weil sie 3 km/h schneller ist. Wir kaufen das gute Stück. Wir starten erstmal mit einem Schiff. Das wird vielleicht mit Sicherheit nicht ausreichen, aber ist jetzt erstmal ein Beginn. Linie 1. Und damit geht's los. Und ab jetzt wird auch die Zeit laufen. Das heißt nicht, dass ich nicht ab und an mal vielleicht doch weiter pausiere, aber jetzt erstmal nicht. Wir können jetzt beginnen. So. Hier wird schon der Versand vorbereitet. Der Steinbruch arbeitet. Ihr seht es. Ich weiß gar nicht, wo die das dann lagern, was versandt werden kann. Ah ja, schaut mal, hier am Hafen. Ach, wie schön. Da warten die Steine schon auf das Schiff. Oh, es ist ziemlich groß, ne? Der See, so von dieser Seite betrachtet,
Nicht ohne. Ja, also ich glaube, es ist jetzt schon absehbar, dass ein Schiff zu wenig sein wird, aber wir warten mal ab. Im Prinzip, jetzt fährt er erstmal auch nach da, oder was? Nee, ich glaube, der fährt erstmal auf die Routenlinie. Im Prinzip brauchen wir jetzt noch gar nicht die Eisenbahn, weil wir jetzt erstmal warten müssen, bis dieses Schiff die erste Ware darüber transportiert. Deswegen werde ich jetzt mal die Geschwindigkeit erhöhen, weil wir erstmal diesen ersten Moment, ups, ja, auch schön, abwarten werden und das Schiff begleiten werden. Ich bin immer noch leicht verwirrt. Ich hätte gedacht, ich hätte den Routenstarter drüben gemacht. Das könnten wir aber, glaube ich, auch noch verändern, ne? Indem wir ihm sagen, bin nicht ganz sicher, ne, er fährt, glaube ich, wir können ihn ins Depot schicken, Linie zuweisen, wenden. Ja, wir wollen uns jetzt mal nochmal nicht einmischen. Wir lassen ihn dann erstmal dahin fahren, auch wenn es unsinnig ist. Und verfolgen jetzt ab. Ah, schaut mal, jetzt lenkt er bei oder was? Nee. Ich glaube, er macht sich nur bereit zum Anlegen. Okay, also jetzt haben wir einfach Kosten, Unterhaltskosten. Die wir jetzt erstmal nochmal zahlen für nix. Aber ich sag mal, wenn dieses Schiff voll beladen ist, dann beginne ich mit der Investition in unsere erste Eisenbahn, die die Ziegel in die Stadt bringen wird. Aber jetzt verfolgen wir einfach mal die Fahrt hier. Und wir können gespannt sein, wie sich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte die Skyline hier verändern wird. Für diejenigen, die das Spiel nicht kennen, man muss bestimmte Wachstumsbedingungen erfüllen, unter anderem Güter herantransportieren. Man muss dafür sorgen, dass die Einwohner ihre Transportbedürfnisse erfüllt bekommen. Das heißt, sie wollen in andere Städte reisen. Und dann gibt es noch so hemmende Faktoren wie Verschmutzung und Verkehrsstau, die man natürlich vermeiden muss. Und wenn man das alles gut managt, dann wachsen die Städte und werden immer größer. Das heißt, die Bedarfe werden größer und so weiter und so fort. Und das will man dann mit allen Städten auf der Karte so betrachten. Und das ist der Spaß. Der große Spaß. So, jetzt gucken wir mal. Ups. Jetzt ist sie auch absolut voll mit 70. Gut. Und wir werden dann das erste Geld verdienen, wenn sie da rüber ist, angelegt ist, ausgeladen hat. So, das heißt, wir brauchen jetzt eine Eisenbahn. Wir kaufen. Haben wir jetzt schon irgendeine Wahl? Nein, es gibt nur die D13, Höchstgeschwindigkeit 40 km/h, Dampflokomotive, Lebensdauer 29 Jahre. Okay, man kann auch die Farbe definieren der Lokomotive selbst. Cool. Ja gut, hinzufügen kostet uns 243.000. Jetzt ist die große Frage, wir brauchen, glaube ich, gedeckten Güterwagen. Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen offenen Güter. Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen einen Rungenwagen. Okay. So, wie viele nimmt man jetzt für den Anfang? Ab wann ist dieser kleine Zug überfordert? Da gibt es, glaube ich, hier eine Anzahl. Genau, gut. Wir gucken mal. Aha, mit einem ist es schon mittelmäßig. Großartig. Mit 2 ist es noch mittelmäßig. Mit 3 ist es noch mittelmäßig. Wir lassen mal auf mittelmäßig. Mit 4 geht es auch noch. Mit 5 auch noch. Ja, mehr als 5 brauchen wir, glaube ich, für den Anfang jetzt erstmal nicht. 20 Kapazität aber nur, ne? Was passiert, wenn ich 6 reinführe? Es bleibt bei mittelmäßig. Ab wann wird es denn schlecht? Okay, man kann hier sehr viel machen. Ja. Ich habe jetzt noch gar kein Gefühl. Können wir dann später einfach upgraden, ist überhaupt kein Problem. Kostet uns jetzt schon 1 Million, das Ganze, ne? 24er Kapazität. Ich kaufe das. Wir setzen das auf die Linie. Wir werden natürlich die Linie noch benennen und die Station und so. Das muss alles eine gute Nomenklatur bekommen. Aber
Wir starten erstmal so einfach aus der Hüfte. Schön. Da geht's los. Gut. Und wenn dann hier gearbeitet wird, dann benötigen wir Pferdekutschwerke, die dann die Ziegel von hier in die Stadt bringen. Ja, prima. Der Auftakt ist gemacht. Ihr seht aber, wie teuer das Ganze ist. Es ist schon ein bisschen eine riskante Investition. Ich hoffe sehr, dass ich es mir hier nicht schon mit Folge 1 irgendwie komplett verbaut habe, weil das alles zu teuer ist, was ich gemacht habe. Vielleicht schlagen die Experten die Hände über den Kopf zusammen. Wie kann ich die Spielgeschwindigkeit auch erhöhen? Ich glaube nicht. Warte mal, geht's mit Plus? Nee. Muss ich mir auch nochmal den Shortcut anschauen. So, jetzt kommen wir gleich an, liefern die Steine ab und ab dann wird die Fabrik da hinten arbeiten. Kann gut sein, dass die Eisenbahn jetzt erstmal, ach schau mal, 169.000 verdient. Okay, prima. Jetzt beginnt die Produktion. Und da kommt auch die Eisenbahn an und mit der Produktion sollte dann auch der erste Versand starten. So hoffe ich doch. Braucht aber mit Sicherheit seine Zeit. Wird natürlich auch geguckt, was verbraucht die Stadt eigentlich tatsächlich. 73 im bestimmten Zeitraum. Noch haben wir jetzt hier nicht zum Versand. Ich könnte dem Zug jetzt auch sagen, er soll warten, bis so und so viel da ist. Aber das mache ich jetzt einfach mal nicht. Er fährt einfach jetzt hin und her. Ja, offenbar gibt es eine längere Anlaufzeit und unsere Aufgabe wird es jetzt sein, abzuschätzen. Reicht zum Beispiel jetzt ein Schiff, wie ist sozusagen die Verhältnisse hier, kommt dann immer ausreichend an, dass weiter produziert werden kann, dass der Bedarf in der Stadt gedeckt werden kann oder ist das zu wenig und so weiter und so fort. Das wird dann die große Herausforderung sein. Ja, warum jetzt hier nicht für den Versand bereitgestellt wird, weiß ich nicht. Ach, wisst ihr was? Weil wir noch keine Abnehmerstrecke haben. Oh, erster klassischer Fehler. Wir müssen, glaube ich, damit das funktioniert, auch die LKW-Linie schon in Gang haben, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. LKW, sage ich immer. Ich meine die Pferdefuhrwerkslinie. Ich kaufe mal, sagen wir mal 4. Die wir jetzt alle auf diese Linie bringen. Es könnte sein, dass erst dann die Produktion hinten beginnt. Klassischer Anfängerfehler vermutlich. Hier sehen wir unsere schönen Pferdefuhrwerke. Ja! Oh mein Gott. Tatsächlich, das war der Fehler. Seht ihr? Jetzt geht's hier los. Aber es ist halb so schlimm. Ja, der Zug hätte wahrscheinlich schon was zurückgebracht. Hätte ich es gleich eingerichtet. Ja, man muss, das ist ganz wichtig, man muss die Linien immer, die Ketten immer schließen. Erst dann funktionieren sie richtig. Das heißt, man muss immer das Gesamtsystem bedenken und berücksichtigen. Deswegen ist es auch so schwer am Beginn jetzt hier so eine komplexe Warenkette schon zu versorgen. Dafür reicht dann einfach das Geld nicht aus. So, wir gucken mal. Also hier liegen jetzt 210. Er kann jetzt wieder 70 mit aufnehmen. Die Frage ist jetzt, wie viel wird hinten, wie schnell können die eigentlich das verarbeiten? Sie haben noch 25 im Lager. Insofern, von der Verarbeitung her, könnte ein zweites Schiff möglich sein.
Ne, wenn er mal 70, wären wir jetzt bei, wäre auf der halben Strecke 35 dann quasi ideal. Aber 25 ist jetzt auch gar nicht so weit davon abweichend. Insofern ist das eine Schiff, glaube ich, erstmal ziemlich okay. Was ich direkt hier schon mal justieren werde, sind diese Symbole. Ich glaube, die brauchen wir uns nicht anzeigen. Ich denke, wir brauchen uns auch nicht diese, wartet, die Symbole anzeigen. Und wo die einzelnen Sachen fahren, auch nicht. So, der Rest ist, glaube ich, okay. Unsere Einnahmen will ich sehen, unsere Ausgaben nicht. Die ignorieren wir einfach. Okay. So, wir sehen, hier liegen jetzt schon 18 Ziegel. Die werden jetzt gleich mitgenommen werden. 19. Das heißt, wenn die dann in Steinhain ankommen, werden wir das erste Geld verdienen. Und diese Haltestellen, wartet, die will ich auch nochmal ausschalten. Genau. Wollen wir auch nicht sehen. Das gucken wir uns dann an, wenn wir Informationsbedarf haben. Okay, das ist doch schon mal nett. Der Zug ist fast voll. 22 von 24. So. Und ich würde sagen, wir fahren direkt mal mit. Ich frage mich, kann ich auch hier einfach mich anheften? Das ist offenbar nicht. Ich muss immer erst da reinspringen. Aber es ist doch auch eine nette Perspektive. Wir können auch das Horn ertönen lassen. Ich teste gerade mal die Tasten aus, wie man höher kommt. Das geht, glaube ich, auch. Also Mitfahrten sollen auch eine große Rolle hier spielen. Es geht nicht nur ums Optimieren, sondern auch ums Genießen. So, damit fahren wir jetzt durch den Steinheimer Forst. Sehen hier das Eisenbahndepot. Kommen am Güterbahnhof an, wo ausgeladen wird. Das wird allerdings direkt geladen in hier. Und da kommen jetzt hoffentlich dann die Fuhrwerke und holen das dann ab. Und bringen das dann dahin, wo es benötigt wird. So, und damit müssen wir jetzt so viel Geld verdienen, dass wir die nächsten Investitionen betreiben können. Und die spannende Frage wird dann sein, was ist dann nun die nächste Investition? Das wird sich zeigen. Wir gucken hier direkt nochmal. Wir haben ausreichend im Lager. Klar, weil das Boot gerade da war. Ja. Wir haben 20, 21 hier schon wartend. Ja, interessant ist auch immer zu schauen, wie schafft die Eisenbahn ihr die Höchstgeschwindigkeit. Wir sind jetzt hier auf flacher Strecke. Das ist für den Beginn auch nötig. Sonst hätte die große Probleme. Und dann kann man sich irgendwann die Bilanzen angucken. Ne? Die Linienbilanzen. Fahrzeugstatistiken haben wir hier. Linienstatistiken, und wir sehen, dass die Frachtschifflinie schon Gewinn macht. Ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, da sind aber die Investitionskosten logischerweise für das Fahrzeug selbst nicht mit einberechnet. Hier geht es immer nur um den Vergleich der laufenden Kosten mit den Erträgen. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt erstmal die hohen Investitionskosten irgendwo wettmachen.
Jo. Okay, ich würde mal sagen, also mit dem einen Schiff sind wir ganz gut dabei. Im Lager sind jetzt noch 18. Die Frage ist, transportieren wir mit diesem einen Zug ausreichend, um die Stadt selbst hier gut zu versorgen? Und das wird sich jetzt hier zeigen. Wir wollen im Prinzip hier 73 von 73, also den Bedarf komplett hinbringen. Und ihr seht, das erhöht dann das Wachstum, das sogenannte Einwohnerziel. Es gibt hier Reiseziele, die abgedeckt werden. Ich glaube, das ist einfach jetzt sind es interne Ziele oder die werden mit diesen kleinen Kutschen abgefahren. Das ist am Anfang also kein Problem. Da hat man schon ein bisschen Wachstum. Und je mehr Waren wir jetzt bringen, umso mehr Boni bekommen wir hier, umso schneller wächst die Stadt, umso mehr Nachfrage ist wiederum. Und ihr seht jetzt hier, wie sich Gebäude entwickeln. Bis die Stadt an ihrem Einwohnerziel angekommen ist. Beziehungsweise, naja, wir müssen dann einfach die Bedarfe, die dann wiederum wachsen, immer wieder zusätzlich befriedigen, um das Wachstum immer wieder zu halten. Ja, es gibt hier drei Qualitätskriterien: Emission, Verkehr und Stationen. Also Stationen ist ein Problem, wenn die Stationen quasi zu befüllt sind, dass die Leute lange Wartezeiten haben oder die Waren da rumliegen, nicht abgeholt werden und so weiter. Dann gibt es dort Abzüge. Das hat dann Auswirkungen auf das Wachstum. So, wir sehen, dass jetzt auch unsere Eisenbahnlinie Gewinn macht. Gut, sie ist auch gerade angekommen. Ne, da befindet sie sich gerade. Und unsere Kutschen werden jetzt auch langsam in den Gewinnbereich kommen. Und ja, das werden wir jetzt beobachten. Und dann würde ich sagen, das nächste Mal schon Pläne machen, was denn eigentlich was unsere sinnvolle nächste Investition sein wird, mit der wir weiter Geld verdienen können. Es ist im Übrigen auch so, dass die Fabriken wachsen können. Wir sehen, dass die im Moment hier auf Level 1 ist. In dem ersten Bereich. Wenn die Produktion lange Zeit im Wachstumsbereich ist, und ich glaube auch Versand und Transport muss auch alles im Wachstumsbereich sein, sicher bin ich mir nicht, dann ist der Moment gekommen, wo die Fabriken selbst sich weiterentwickeln, auf ein nächstes Level kommen und dann eben mehr produzieren. Zum Beispiel statt jetzt hier 100 in einem bestimmten Zeitabschnitt, dann eben 200. Was wir im Moment sehen, dass hier quasi deutlich mehr produziert wird, als abtransportiert wird. Das ist ein Signal, dass im Prinzip jetzt hier die Eisenbahn zu wenig ist. Die Frage ist nur, braucht Steinheim mehr? Wir kriegen hier übrigens schon, weil wir 20 von 80 haben jetzt, plus 30%. Und wenn ich mir anschaue, also wir müssen halt gucken, ist dieses Lager hier voll, beziehungsweise wie ist dieser Bedarf hier eigentlich gedeckt über Zeit? Und wenn wir merken, das ist zu wenig, dann müssen wir überlegen, setzen wir direkt eine zweite Eisenbahn ein mit Wartegleisen? Verlängern wir hier vielleicht das Ganze mit deutlich mehr Waggons? Das ist dann abzuwägen, was hier der sinnvolle Weg ist. Ich denke aber auf jeden Fall sollte es unser Ziel sein, erstmal hier in Steinheim auf die maximale Versorgung mit Baumaterial zu kommen, um unsere Startinvestitionen, so gut es geht, gewissermaßen auszureizen. Dadurch, dass natürlich der Zug hier immer einmal leer zurückfährt, ist der Gewinn hier nicht sehr optimal. Aber ich würde sagen, es ist auch nicht so, dass wir irgendwie Verluste einfahren, beziehungsweise on the long run werden wir hier Gewinne erwirtschaften.
definitiv. Also hier haben wir jetzt schon den Fall, das ist schon mal schlecht, dass hier das hier leer ist. Jetzt wird zwar, kommt es direkt nach, aber das sollte nicht sein. Wie viel kann hier eigentlich maximal gelagert werden? Das ist auch eine gute Frage, ne? Kann es hier Zwischenlager geben? Ja, hier sagt er mir zum Beispiel 20. Es könnte sein, dass hier gar nicht mehr liegen darf. Dann könnte man hier, glaube ich, noch so Frachtgebäude bauen, Frachthallen oder Plattformen irgendwie erweitern, damit da mehr liegen kann. Das werden wir genau beobachten. Ich würde sagen, der Auftakt ist erstmal gemacht. Wir haben etwas, was funktioniert, womit wir Geld verdienen. Jetzt müssen wir das Ganze optimieren und dann weiter investieren. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Also, bis dahin, macht's gut, euer Steinwald.